Vorsicht heiß! Hier entstehen Kerzen, ganz individuell, zu jedem Anlass und alles in Handarbeit. In den Christophorus-Werkstätten in Fürstenwalde arbeiten Menschen mit und ohne Behinderungen. Insgesamt sind es über 400, eine davon ist Sabrina Müller, die in der Kerzenmanufaktur beschäftigt ist. Sie sagt, sie kommt gerne hierher. Es ist abwechslungsreiches Arbeiten, bin auch mal in der Nähstube ab und zu mal tätig, wenn Not am Mann ist. Aber hauptsächlich malen denn so. Hauptsächlich mache ich individuell, wo man dann auch so richtig kreativ sein kann und so. Das macht richtig Spaß. Die Produkte, die hier entstehen, können sich sehen lassen. Immer wieder wird daran gearbeitet, immer wieder entsteht Neues. Nancy Langfeld-Christoffel ist die Gruppenleiterin in der kleinen Manufaktur. Zusammen werden neue Formen entdeckt und kreiert. Also ich habe bis jetzt immer das Gefühl, dass die Menschen hier glücklich nach Hause gehen und auch glücklich wieder herkommen und sich auch freuen. Schon allein, weil sie auch mitmachen dürfen, mit überlegen dürfen, mit ihre Gedanken hier ausbreiten dürfen, ausprobieren dürfen. Und das macht ganz, ganz viel her und das bringt einfach diese Liebe und diese Handarbeit richtig zur Geltung. Und ich denke, das sieht man auch an den Produkten. Die Kerzen werden liebevoll verpackt und direkt aus der Werkstatt heraus verkauft. Man kann sie aber auch online bestellen. Die Mitarbeiter hier freuen sich, wenn wieder etwas Platz in den Regalen ist, denn die Ideen für Neues werden ihnen ganz sicher nicht ausgehen.